Hallo, ich bin Yassin. Freiheit ist für mich, wenn ich mit meinem Rucksack und ein paar guten Jungs übers Wochenende durch den Schwarzwald ziehen kann. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ein Leben in Freiheit. Für uns ist das doch eigentlich das Normalste der Welt. Wir dürfen ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden. Ob im Supermarkt, bei der Wahl unseres Berufs oder eines bestimmten Lebensstils. Keiner macht uns Vorschriften. Alles ist möglich, ganz wie du willst. Aber ist es nicht ausgerechnet diese große Freiheit, an der wir leiden, wenn sie zur Beliebigkeit wird? Sollen wir zusammenbleiben oder lieber Schluss machen? Studium oder Ausbildung? Oder vielleicht doch erstmal ein FSJ? Wir schieben Entscheidungen vor uns her und wünschten, ein anderer würde sie für uns treffen. Weil alles möglich ist, sind wir gerade bei den großen Lebensentscheidungen heillos überfordert. Wir sehnen uns gerade nicht nach noch größerer Freiheit, sondern nach einem klaren Zeichen von Gott, das uns sagt, auf welchem Weg es weitergehen soll. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Freiheit, von der Paulus spricht, ist eben nicht die Eröffnung unbegrenzter Wahlmöglichkeiten. Sie bedeutet Freiheit von der Angst, falsche Entscheidungen zu treffen und von der Last, dass es von uns abhängt, ob unser Leben am Ende gelingt. Indem Gott uns befreit, schenkt er uns eine neue, seine Perspektive auf uns und unser Leben. Wo aber der Geist des Herrn ist, da verlieren auch große Entscheidungen ihre Bedrohlichkeit, weil wir uns sicher wissen dürfen in den Wunderhänden unseres guten Gottes, ganz egal, wie unsere Entscheidung auch aussehen mag.